So, weiter. Quatsch, falsche Taste. So. Was hier wohl sein mag. Nebelspiegel verwenden. Trommelwirbel. Ta 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 ding. Solaris-Spiegel erhalten. Yay! Yay! Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja. Großartig. Die Geschichte um das Kind und die Eltern war eigentlich völlig nebensächlich. Aber, ja, was soll es. Man hilft gern, wenn man kann. Und dafür eine Belohnung kriegt. Ansonsten natürlich nicht. Als ob ich freiwillig hier... Ja, sicher. Hier haben wir sonst nichts zu tun. Na, Titus ist ja hier unser Held. Der macht das schon. Muss ja, das ist ja anständig. Mit diesem Solaris-Spiegel können wir jetzt sämtliche Solaris-Truhen öffnen. Das sind die Truhen, wo die Superwaffen drin sind. Beziehungsweise am Anfang sind es noch keine Superwaffen. Das wollte ich nämlich erklären. Anfangs sind es nur die... ja, es sind schon die Superwaffen in Anführungszeichen. Allerdings haben die ihre Attribute noch nicht vollständig. Das liegt daran, dass man diese Waffen verstärken kann. Wir haben ja hier Items, wichtige Items, zum Beispiel den, wo ist es denn? Saturn-Marke und Luna-Marke. Damit können wir zum Beispiel Yunas oder Lulus war's Waffe einmalig verstärken. Für jeden Char gibt's zwei Marken. Eine Marke und ein Siegel. Also man kann jede Waffe zweimal verstärken. Jo. Und am Schluss sind es halt die wirklichen Superwaffen. Es sind jetzt auch schon die Superwaffen, aber sie haben halt noch nicht ihre Attribute und sind dementsprechend auch nicht so super. Klingt verwirrend, ist es auch. Nein, es ist eigentlich prinzipiell ganz einfach. Ich drück das nur ein bisschen zu verwirrend aus, aber ja, was soll's. Ich weiß, was ich meine und das ist das Wichtigste. Hau da rein. Jetzt müssen wir nach oben links, oben oder... Ne, oben Nordwesten, glaube ich. Dort ist nämlich Titus seine Kiste. Und dann machen wir noch gleich, weil wir schon mal hier sind, das wäre Schwachsinn, wenn wir das nicht machen, Yunas Waffe auch noch holen. Also ich muss jetzt auf mein Glück hoffen, hier den letzten verbleibenden Mob, welchen ich gerade nicht weiß, welcher es ist, finden zu tun. Ja, schwieriger Satz. Weniger reden, mehr denken. Also wir gehen erstmal nach Nordwesten, holen das Titus Waffe, hoffen, dass wir da auf dem Weg das Monster fangen, was uns noch fehlt, und auf dem Rückweg gehen wir dann mit dem Chocobo natürlich Yunas Waffe holen. Na kommt. Ciao, hau da rein. Ich glaube, ich speichere auch gleich mal auf dem Weg. Sicher ist sicher. Nein, keiner von euch. Nö, nö, nö. Nee, speichern muss ich eigentlich noch nicht. Das ist ja jetzt nur Zeitverschwendung. Das machen wir wann anders. Na komm. Und Orins. Orins Waffe kriegen wir auch demnächst. Das liegt nämlich ein bisschen weiter vorne von der Story her. Also eigentlich nur 20 Minuten entfernt, würde ich mal sagen. Deswegen hole ich jetzt die Waffen auch erstmal nur und verstärke sie nicht direkt, weil Orins Waffe... Kann ich dann auch noch direkt, das wäre ja dreifacher Laufweg, das wäre ja albern, und Ricos Waffe kriege ich auch bald, also das wäre kompletter Schwachsinn.
Und ich mache ja nichts. Also ich würde ja nie was machen, was keinen Sinn macht. Das wäre ja. Das ist ja total abwegig. Ich mache ja nie Sachen, die keinen Sinn machen. Moment. Doppelte Fanatik. Doch, war richtig. Nie sind die keinen. Ja, doch, war richtig. So, hier vorne müssen wir runter. Ich hoffe, der Typ ist weg. Müsste er eigentlich sein, theoretisch. Aber die Theorie ist leider nicht immer korrekt. Das muss man auch erstmal wissen, dass hier an dieser kleinen Abzweigung so ein Typ ist, der irgendwann mal weggeht, wenn man irgendwas gemacht hat. Hoffentlich ist er weg. Oh, leck mich doch am Schnürsenkel. Alter Verwalter. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, ich weiß, wann der abhaut. Dafür muss man nämlich das Fang-Fang-Chocobo beenden und gewinnen. Das haben wir zwar schon gemacht, das weiß der Typ aber noch nicht. Die Info ist noch nicht bei ihm angekommen. Nein, natürlich nicht. Das liegt daran, dass wir es in dieser Spiele-Session noch nicht gemacht haben. Spiele-Session? Hm. Also, wir gewinnen jetzt gerade mal, Nein, das... Ah, Mann! Das wollte ich doch gar nicht. Ich will trainieren. Oder kann ich da mit dem Chocobo runter? Sag mal, kann ich da mit dem Chocobo runter? Nein, natürlich nicht. Also, ich muss das Fang-Fang-Chocobo nochmal gewinnen. Das ist an sich kein Problem, weil... Ja, es ist kein Problem. Willst du reiten? Ja, ich will trainieren. So, was haben wir? Fang-Fang-Chocobo. Ja, gewinnen ist kein Problem an sich, mal schnell das Rennen hier zu gewinnen. Ich will meinen Rekord ja nicht schlagen, ich will nur gewinnen. Und gegen den zu gewinnen ist jetzt nicht so die Herausforderung. Ich sage und ich verliere. Ich wette, ich verliere. Natürlich werde ich nicht verlieren, das wäre ja total albern. Fängt schon mal großartig an. Es wäre jetzt sehr geil, wenn ich direkt mal wieder eine 0-0 hinlege. Haha. Slash Nelson. Haha. 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 Running Gag aus Simpsons. Hey, läuft doch ganz gut. Ich glaube, ich könnte ihn eventuell... Oh toll, genau zwischen den beiden durch. Eventuell könnte ich ihn besiegen. Leck mich! Kaum sage ich jetzt schon, versaue ich jetzt. Jaha, damit habt ihr nicht gerechnet. Hier, Pure Skill. Pure Skill, komm schon, das könnte eine Topzeit sein. Also besser als 0-0 geht nicht, aber ich fände es sehr geil, wenn das jetzt wieder 0-0 wäre. Und, Trommelwirbel? 0-0! Oh, Nitch in your face, da hasset! Ja, man kriegt leider immer nur noch einen Turbo-Ether. Insofern, wenn ich jetzt wieder unten bin, dann ist aber was los, du. Dann ist aber hier die Kacke am Dampfen. Gut. Oh, das ist doch nicht, das ist doch nicht zu glauben hier. Ja, 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 ihr schon wieder. Es ist total logisch, dass ihr das seid. Ihr geht mir tierisch auf den Sack. Wisst ihr das eigentlich? Hier sehen wir jetzt schon, die Wache ist weg. Also er steht jetzt hier rum. Wieso? Keine Ahnung. Vielleicht hat er den neuen Rekord gehört und konnte es nicht fassen und ist jetzt... Ich weiß es nicht, Sache. Es ist keine Ahnung. Ja. Ta-ta-ta-ting. Jetzt kommen wir runter und hier ist erstmal nichts. Hm. Außer ein Monster. Willst du so dringend aufs Maul? Willst du in die hässliche... Na gut. Nö, kriegst du nicht. Ist heute nicht drin. So, Siegel. Ja, Solaris-Siegel-Spiegel leuchtet auf. Benutzen wir ihn mal. Sieht irgendwie nicht aus wie ein Spiegel, wenn ich das so betrachte, aber... Oh, jetzt, doch schon, auf jeden Fall. Ta-ta-ta-ting! Kiste! Na, was, keine Kiste? Einfach ein Schwert in der Hand? Coole Sache, das... Also man sieht schon, das Teil sieht hammermäßig geil aus. Ich liebe es. Ultima-Schwert erhalten. Und jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen näher betrachten, was denn das nette Ding eigentlich hat. 0 AP. Ist jetzt in erster Betrachtung nicht so eine Top-Waffe, wenn man das so sehen will. Also,
0 AP ist nicht den Stat, den man sich vorstellt. Aber, ja, das habe ich ja erwähnt, wir brauchen zwei Dinger, also ein Siegel und eine Marke oder Marke und Siegel oder was auch immer. Ich versuche jetzt nochmal den letzten Mob hier zu finden. Nein, ist ein Morball. Na, Ihr wollt mich doch verscheißern, Leute. Unglaublich, unglaublich das. Also wir gehen auf, wir machen uns auf den Weg zu Yunas Waffe. Yunas Waffe. Also ja. Satz zu Ende führen wäre sinnvoll, doch, auf jeden Fall. Aber ich cutte hier kurz, weil ich den letzten Mob noch fangen muss, was wir ja logischerweise nicht vergessen dürfen. Ich reite hier hin und farme so lange Monster, bis es da ist. Weil das will ich jetzt nicht aufnehmen, das kann ewig dauern. Kurzer Cut.